So, jetzt, hi Regina, grüß dich, was geht? Hi Konstantin, alles perfekt bei mir. Wie ist es bei dir? Ja, alles entspannt, richtig Sehr warm. schön. Also, ich habe gesehen, du hast 1 Million Euro Umsatz geclosed. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, vielen Dank. Wie fühlst Richtig du cooles da? Gefühl, muss ich sagen. Fühlt sich richtig gut an. Sehr gut, perfekt. Ja, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen jetzt einfach mal ganz kurz deine Reise durch. Was hast du gemacht, bevor du Closerin wurdest? Ich war im Service, habe mich mit Hochzeiten rumgeplagt und so. Was hast du da genau gemacht? Hochzeiten durchgeführt, geplant, hatte da echt so 13, 14, 15 Stunden Schichten. Quasi den ganzen Sommer gefühlt durch, kaum mehr Freizeit, Verdienst. Naja, muss man jetzt auch nicht drüber reden, das ist im Service jetzt auch nicht so Bombe. Also ja, das Kapitel ist Gott sei Dank ja ad acta gelegt. Waren es über 2000 Euro oder unter 2000 Euro der Verdienst damals? Ohne Trinkgeld unter 2K tatsächlich, unter 2000. Okay, Ja, gut. bin Ja, Knochen. lass uns mal über deinen Job als Closerin sprechen, weil ich Gerne. glaube, dass das für die Leute ganz interessant ist, dass die mal so einen Einblick bekommen. In welcher Branche warst denn du tätig? In der Beziehungsbranche. Okay, das heißt, Leuten zu helfen, eine Partnerin zu finden. Genau, richtig. Sowohl Frauen als auch Männer. Was hat dir Spaß gemacht an der Branche oder was macht dir Spaß an der Branche? Ja, einfach zu sehen, naja, dass Leute durch das, was ich da mache, einfach ihre Ziele erreichen, die in die Umsetzung kommen und ein geiles Leben führen. Genau wie ich. Von dem her, das ist schon cool, das immer zu sehen. Sehr gut. Ja, cool. Dann jetzt sprechen wir mal über das, was die meisten wahrscheinlich extrem interessiert. Ich habe es ja ganz am Anfang schon mal gesagt. Also das heißt, du hast jetzt über wie viel Mio Über 1 Million netto. Sehr stark. Also du hast 1 Million Euro netto Cash an Umsatz geclosed Korrekt. für den Anbieter, für den du gearbeitet hast. Ja. Sehr cool. Darf man ungefähr fragen, in welchem Prozentbereich sich nur Pi mal Daumen deine Provision da dran hat? Klar. Also nur Pi mal Daumen ungefähr. Um die 10%. Okay. Das heißt, da ist schon dann eine gute sechsstellige Summe an dich geflossen schon. Korrekt. Cool. Macht schon Spaß. Wie hat sich denn dein Leben verändert, jetzt seit du Closerin bist? Ganz ehrlich, ich fühle mich viel freier, auch im Privaten. Ich muss mir keine Sorgen machen. Kann ich mir irgendwas leisten? Will ich mir das leisten? Wenn ich merke, irgendwas wird mein Leben bereichern, dann hole ich mir das einfach. Also es gibt einem Freiheit, man fühlt sich einfach, man ist entspannter tatsächlich. Und ich weiß ganz genau, hey, wenn im Familienkreis irgendwas ist, ich kann denen aushelfen. Letztens erst meiner eigenen Oma zum Beispiel aushelfen können. Es ist einfach ein super Gefühl, dass ich auch weiß, okay, auch Leute, die mir wichtig sind, Was hast du profitieren gemacht? davon, nicht nur ich selber. Was hast du gemacht bei deiner Oma? Ich habe der über 10.000 Euro gegeben, weil am Haus was gemacht werden musste und ich wusste genau, okay, sie hätte sich schon irgendwie mit Biegen und Brechen leisten können, aber hätte ihr schon echt wehgetan. Und einfach sagen zu können, Herr Oma, nee, ich übernehme das für dich, ist echt ein richtig starkes Gefühl, das macht was mit einem. Geil. Also nicht nur mein Leben verändert sich dadurch, sondern auch wirklich das Leben der Leute um mich herum. Das finde ich eine richtig geile Einstellung. Sehr, sehr gut. Mal ganz grundsätzlich, du hast jetzt schon früher erzählt, was sich jetzt in deinem Leben verändert hat, auch dass du Menschen aus deiner Familie helfen kannst, im Endeffekt auch finanziell, wenn es notwendig sein sollte. Jetzt mal in Bezug auf die Leute, die sich das jetzt anschauen, wem würdest denn du jetzt konkret zur Ausbildung zur Hochpreiskloserin oder zum Hochpreiskloser empfehlen? Jeder, der eine gesunde, positive Einstellung zu Geld hat, der gerne sich in seinem Leben immer weiterentwickeln will, der Ziele im Leben hat, der die erreichen will und der da motiviert ist und Bock hat, da wirklich Gas zu geben und einfach so aus diesem Hamsterrad auszubrechen, das halt die meisten anderen Jobs einfach bieten, wo man nicht wirklich vorankommt. Also jeder, der vorankommen will, der Bock hat, im Leben was zu verändern, der Lust hat, was zu reißen und der ganz genau weiß, okay, Geld ist nicht der Feind, sondern Geld ist dein Freund. Wie meinst du das genau? Geld ist dein Freund und nicht dein Feind? Naja, viele haben ja eine negative Einstellung über Geld. Über Geld redet man nicht und auch oder auch über das Verkaufen generell. Ja. Verkaufen ist immer negativ behaftet, aber wir alle verkaufen ja uns 24/7. Also Verkaufen umgibt uns. Von dem her, man kann dem gar nicht entgehen. Von dem her, wenn man das einmal gelernt hat, wie das funktioniert, profitierst du da in allen Lebensbereichen. Von dem her, Geld ist kein Tabuthema. Geld löst nahezu alle Probleme, die man irgendwie hat. Hattest du mal irgendwie negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld oder Verkaufen? Gab es das mal bei dir? Ja, ist allerdings schon länger her, hatte ich schon. Aber das war eher so in die Richtung, ich glaube nicht, dass ich es verdient habe, viel Geld zu haben.
Okay, gecheckt. Das war eher so, dass ich habe mich nicht mit viel Geld gesehen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das geht. Das war eher so das. Also ich habe mir schon immer gedacht, boah, wenn ich dann so andere gesehen habe, wie die so leben und können einfach verreisen und können sich und ihren, weiß nicht, Nahestehenden irgendwie alles ermöglichen. Und ich dachte mir immer, okay, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass Ja. das für mich auch irgendwie möglich ist. Ja, Aber okay. doch ist es. Ja, das stimmt. Ja, ich habe mir jetzt nur zwei Fragen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Vorletzte Frage, einfach mal, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, was dir in der Branche bisher so am besten gefallen hat, aber mal ganz grundsätzlich jetzt mal, unabhängig von den Kunden, jetzt mal rein aus deiner Sicht, was gefällt dir am Closen oder am Verkaufen generell am meisten? Was macht dir da am meisten Spaß dabei? Ich gehe da richtig drin auf, einfach weil ich weiß, ich kann das einfach gut. Ja, okay, Also perfekt, geile ich kann Antwort. das einfach gut und es macht einfach Spaß, wenn man weiß, man kann was. Und man profitiert dann auch noch natürlich monetär davon. Also, Okay, ne, sehr ich liebe Geld, von dem her. gut. Passt schon gut. Da werden deiner Bewerbung zeigen, warum möchtest du Hochpreiskloserin werden? Liebe Geld. Stimmt. Sehr gut. Ja. Ja, cool. Letzte Frage. Was hat dir denn an der Ausbildung am meisten Spaß gemacht, wenn du die zurückerinnerst? Dass man dich wirklich immer als Ansprechpartner hat, dass man irgendwie mit jeder Frage auch, keine Ahnung, 3, 4, 5 Mal zu dir kommen kann. Und Ja, ist auch das dir netteste wirklich trotzdem Ausbildungsprinzip. Ja. immer noch mal die Zeit genommen hast. Auch wenn du gemerkt hast, okay, irgendwie, das kann die eigentlich besser, dass man sich auch darauf verlassen kann, dass du von dir aus noch mal Feedback gibst und sagst, hey, Rina, hallo, ich weiß doch, du kannst das eigentlich, jetzt mach mal, was ist denn da irgendwie verkehrt gelaufen? Also, dass du da einfach wirklich immer, ja, wie gesagt, Ansprechpartner bist, dann immer pusht, motivierst, ne? Und dass du da wirklich zu einem hältst, bis man dann auch wirklich sein Ziel erreicht hat. Perfekt, super, vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe jetzt, jeder, der sich das hier angeschaut hat, schneidet sich auch nur ein kleines Scheibchen an dir ab, weil dann reicht schon für ziemlich viel Kohle und ein ziemlich geiles Leben. Vielen Dank, Ja. Lina. Ja, wir sehen uns die Tage. Ja, sehr gern, Konstantin. Mach's gut.